TV Total wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Leute, nicht so laut, nicht so laut, nicht so laut. Nee, nicht so laut. Ich habe am Wochenende bös gefeiert. Was habe ich gefeiert? Ja. Nach Queen Elizabeth haben wir endlich wieder eine Königin, Jamila die Erste. Wer hat alles gesehen? Wer hat's gesehen? Ja. Jamila die Erste, Herrscherin des Dschungels. Und ab sofort stehen natürlich Wortwitze wie dicke Lippe riskieren, Lippenbekenntnis und ich weiß, wie ihr Sohn heißt, Jürgen von der Lippe. Die stehen alle unter Höchststrafe. Die sind nicht gut. Die machen wir hier nicht. Nein, denn wir ehren Jamila die Erste. Ja. Als Ersatzkandidatin ist sie gestartet. Ne? Ganz von hinten hat sie das Feld aufgeräumt und war total cool. Im Grunde genommen ist sie das Gegenteil von Christine Lambrecht. Was für Karriere. Was für ein Glück. Ja. Wir gehen rüber zum Fußball. Da geht es ja auch mal heiß her. Wobei, was heißt, es geht heiß her. Also Hertha BSC-Geschäftsführer Freddy Bobic, der hat ja in Sachen Leidenschaft dann noch mal eine ordentliche Schippe draufgelegt. Mit Unterstützung des Videoassistenten. Ja, ich habe es mir gerade noch mal erklären lassen. Versucht erklären zu lassen, ich kann mit dem Scheiß nichts mehr anfangen. Oh, da ist aber jemand mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ne, aber das war noch lange nicht alles. Denn der Freddy, der kann noch viel, viel schlechter gelaunt sein. Können Sie verstehen, dass es von außen eine Trainerdiskussion gibt? Nein. Okay, danke schön, bitte. Wenn nochmal fix, kriegst du eine Scheibe. Wie bitte? Freddy! Zu Ihrer Information, er ist jetzt übrigens Ex-Geschäftsführer. Aber schon schade, ne? Dass sich Freddy Bobic so asozial ausdrückt. Ne? Richtig heißt es, wenn du noch mal fragst, kriegst du eine gescheuert. Dann fräg doch nicht. Was ist denn Frägen? Ne? Da sieht man mal wieder, wie viel mehr Niveau das Dschungelcamp als der Fußball hat. Wieder was gelernt. Aber wir bleiben beim Fußball. Irgendwie zumindest, denn es gab noch ein schönes Interview, und zwar mit dem sportlichen Leiter von Chemie Leipzig. Ja, am heutigen Tage läuft rund für Chemie. Dementsprechend dürfte auch Uwe Thomas aus der sportlichen Leitung von Chemie hochzufrieden sein. So, jetzt hier ganz kurz Stopp. Ne? Sie haben gehört, der sportliche Leiter von Chemie Leipzig. Ja? Der Reporter spricht also mit dem sportlichen Leiter von Chemie Leipzig. Und da hat man ja direkt schon so ein Bild vor dem inneren Auge, ne? Wie der so ungefähr aussieht. Wie bei fast jedem Beruf. Wenn ich sage Arzt, haben Sie so einen Arzt vorm inneren Auge. Wenn ich sage Bibliothekarin. Wo war ich? Ach ja, so. Und wie stellen Sie sich jetzt den sportlichen Leiter von Chemie Leipzig vor? Falsch. Dementsprechend dürfte auch Uwe Thomas aus der sportlichen Leitung von Chemie hochzufrieden sein. Herzlich willkommen zunächst mal. Ergebnis stimmt. Es tut mir leid. Es tut mir leid, aber ich habe halt mit allem gerechnet, nur nicht mit ihm hier. Mit dem kleinen grünen Zipfelzwerg, da habe ich nicht mit gerechnet. Aber es ist eigentlich schlimm.
Das ist schlimm. Hätte jemand gesagt, er hat eine Würstchenbude? Ja, klar, passt. Sportlicher Leiter? Und da frage ich, ist das jetzt Jobshaming? Ist das schon ein Klischee-Rassismus? Ich musste an mir arbeiten. Das wollte ich nur teilen. Danke dafür. So, ein anderer Lieblingssport von mir ist Ski-Abfahrtsrennen. Gucke ich mir wirklich alles an. Ich liebe das, komme ich runter, macht Spaß. Und besonders spannend fand ich jetzt folgenden Ausschnitt, weil da bekommt man auch mal einen Einblick hinter die Kulissen. Auch Kilde funkt die Infos hoch, denn da kommen ja Leute wie Seerstedt. Haben Sie es gesehen? Ich glaube, ich habe es nicht gesehen. Könnte ich den Ausschnitt noch mal ganz kurz sehen? Und dann halte das Bild am Schluss mal an. Denn da kommen ja... Was sucht der Mann? Ist das ein Autoschlüssel? Können wir das noch einmal sehen? Bitte. Auch Kilde funkt die Infos hoch, denn da kommen ja Leute wie Seerstedt. Ich würde mal sagen, dass einer sehr entspannt ins erste Rennen gegangen. Wir haben uns aber informiert und er hat da einfach hingepinkelt. Ne? Und das ist natürlich auch kacke, du stehst da, du bist gleich drauf. Was? Ach, schön, ne? Wenn man seinen Stars mal so nahe sein kann. Schade nur, wenn sie alle Hände voll zu tun haben. Aber okay, bei der gleichen Veranstaltung hat mich dann auch noch der Simultandolmetscher extrem überzeugt, weil da erzählt die Sportlerin von ihrem Monthly Cycle. Ja? Also Sie wissen, ihrem monatlichen Zyklus, also ihrer Periode. Und jetzt achten Sie mal darauf, was der Übersetzer daraus macht. I'm kind of at an unfortunate time. Das ist sehr viel los jetzt. Sehr anstrengend. So I'm like, ich komme nicht einmal zum Radfahren, was ich immer mache jedes Monat. Hör mal, sie erzählt, sie hat ihre Tage und ist sehr müde. Und er, ja, ich komme nicht mal mehr zum Radfahren. Ja, ich glaube, der übersetzt wahrscheinlich Always Ultra mit immer Hooligan, aber... Gut. Ich stell mir gerne vor, der übersetzt zwischen Putin und Biden. Das wäre witzig. Also entweder gäbe es sofort Krieg oder die beiden wären beste Freunde. Also irgendwas würde da passieren. Würde ich gerne sehen. Vielleicht sollte man den mal dahin schicken. Gut. Jetzt kommt was, da kann man nicht mehr von einem Ausrutscher sprechen. Meine Damen und Herren, wenn Sie zu Hause zuschauen sollten, bitte schicken Sie die Kinder jetzt ins Bett. Es wird einfach nur geschmacklos, denn... Eigentlich unser allerliebster Politpromi, sehr geschätzter Christian Lindner, hat ja vor wenigen Monaten geheiratet auf Sylt. Ich kenne jemanden, der da war. Und ich sag's Ihnen, er hat jetzt nur wenige Monate nach seiner Hochzeit wild rumgeschäkert. Ja? Also von wegen Finanzminister, ich sehe da eher Flirtminister. Ja? Und das vor den Kameras. Gucken Sie sich das an. Na, vielen Dank erstmal, Frau Esken. Ich danke Ihnen herzlich. Mit Herrn Lindner sprechen wir gleich noch weiter. Und zwar über das Thema Rente. So, ich weiß, haben Sie es gesehen? Sie haben es nicht gesehen. So, hier gehen wir jetzt noch mal ins Detail. Und jetzt achten Sie mal auf das Auge von Christian Lindner, wie er da zu der Ollen rüberblinzelt. Für die einen ein Traum, endlich nicht mehr zur Arbeit. Wow! Da hat aber einer ein Zwinkermännchen gemacht. Christian Stelzbock Lindner. Das war's wohl mit Christianka, ne? Schade. Genauso hat er damals Franka auch rumgekriegt, ne? Genauso. Und jetzt ist er schon wieder auf der Jagd. Ah. Jo, geile Finanzminister in deiner Umgebung warten ab jetzt live am Telefon. Da ist ja eigentlich dann mit einem Zwinkerer alles gesagt. Ja, das ist so sein Talent. Es gibt jetzt aber Leute, die zwinkern sich einen Wolf und das läuft dann auch noch ins Leere. Und das ist schade. Schauen Sie mal hier. Wir müssen kurz über diesen Schmuggelversuch reden, Cosimo. Du hast aber mittlerweile... Also wir haben uns gerade die Bilder angeguckt und wir haben uns angeguckt und gedacht, boah, ey, das ist so gefühlt, ja. So wahnsinnig lange her. Großartig, ja. Dschungelprüfung hätte ich auch
gerne noch mitgemacht, aber draußen war es auch schön, ja? Also beinahe auch mit Bohlen sozusagen. Früh schon rausgegangen, wie hast du dein... Beidseitig. Ist das noch erotisches Zwinkern oder Bindehautentzündung? Oder vielleicht morst er uns auch gerade eine Botschaft zu? Also mir so, Puffy, altes Haus, ich hab dich im Dschungel total vermisst, dein Cosimo. Der morst. Kann noch einer morsen? Wie geht morsen? SOS, wie geht morsen? 20 Euro? Sehr geil, aber geklimpert hier, ne? Ja, ja. Cosimo hat wahrscheinlich bei den Besten gelernt. Wobei, nee, also es gibt ja noch jemanden, der noch besser ist als Christian Lindner. Und zwar die Mutter aller Zwinkerer. Aber mit diesen Zwinkern, da kann die Tote aufwecken, du. Die dann schreiend weglaufen und sich sofort umbringen. Naja, ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Ich nehme ja Schauspielunterricht parallel. Ja, ja, die Karriere nach der Karriere. Und zwar, ich schaue mir total gerne Aktenzeichen XY an und dann spiele ich die Szenen 1:1 zu Hause bei uns im Wohnzimmer nach. Ne, weil auch da, man soll ja von den Besten lernen. Wie geht's dir? Ich hab gedacht, mich haut nichts um. Aber ich hatte noch nie solche Angst, echt? Hey, alles gut. Ich hab gedacht, der knallt mich ab. Mich und die anderen. Wegen so ein bisschen Kohle. Wahnsinn. Die Angst, die André Schäfer während des Überfalls durchlebt hat. Das ist Gänsehaut, oder? Ey, fick dich, Westen nichts Neues, oder wie der Film da heißt. Das ist Schauspiel. Netflix, pff. Avatar 2, So geil. Das musst du auch erst mal schaffen, so beschissen zu Schauspielern, obwohl eine Maske dein komplettes Gesicht verdeckt. Ich glaube, genauso hat Til Schweiger auch angefangen. Und so wird er auch aufhören. Ja, gut, ich gebe jetzt, es ist auch nicht einfach, vor der Kamera zu stehen. Ne? Du musst fokussiert sein, die ganze Zeit. Höchste Konzentration, wissen, was du sagst, Text lernen. Oder zumindest solltest du richtig vorlesen können. Wir kommen jetzt zu einem echten Kultschlagerstar. Er hat gerade erst wieder gelernt, wie schleimig das Showgeschäft sein kann. Er war nämlich Teilnehmer des Dschungelkampfs. Glibber, Maden und Hohlsüßen hat er gut überstanden. Hohlsüßen. Was ist Hohlsüßen? Hohlsüßen. Gibst du da jemandem so viel Zucker, bis er doof wird, oder was? Ich werde dich hohlsüßen. Und dann tust du ganz viel Zucker in den Kaffee. Hohlsüßen, viel schönes Wort. Wir müssen den Duden anrufen, die sollen das aufnehmen. Bei Ross Anthony ist mir aufgefallen, mir ist eigentlich vollkommen egal, was er sagt, weil der macht so viele Grimassen, dass ich ihm eh nicht zuhören kann. Ne? Hohlsüßen. So, kommen wir jetzt aber zu einem weiteren Skandal. Es war viel los in der letzten Woche, und zwar ein innenpolitischer Skandal. Sie wissen alle, die gesellschaftlichen Schlagworte sind was? Richtig, Inklusion und Diversität. Sehr gut, hätte ich auch nicht gewusst. So, und jetzt hat aber die ostfriesische Tourismusbehörde für die Einführung eines Ostfriesen-Tee-Emojis gekämpft. Vollkommen zu Recht, wie ich finde. Und was ist daraus geworden, meine Damen und Herren? Was ist daraus? Ich kann es gar nicht laut aussprechen. Schauen Sie sich das an. Aus dem Ostfriesentee-Emoji im Rosendekor wurde aber nichts. Das war eine ganz kurze E-Mail, die war sehr freundlich formuliert. Aber es war leider nicht so, dass da große Begründungen waren. Wir haben auch geguckt, wer es denn geschafft hat. Und wir sind ausgestochen worden von einem Esel, einer Qualle und einem Ingwer-Ding. Ey, ausgestochen von einem Esel, einer Qualle und einem Ingwer-Ding. Klingt wie das Finale bei Masked Singer. Ich sag mal einen Skandal, meine Damen und Herren. Was muss denn noch alles passieren, damit wir endlich das verdammte Ostfriesentee-Emoji bekommen?
ihr verdammten Narren! Was? Was? Was mache ich eigentlich mit dem Ostfriesentee-Emoji? Schön, dass ein hoher Aller hinguckt. Das ist niedlich. Oh. Jetzt hat's Sinn.